Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video zur siebten Sitzung des Seminars Wissenschaftskommunikation 2.0, in der wir uns mit dem berühmten Podcast Coronavirus Update von NDR Info beschäftigen möchten, und zwar aus der Sicht der Verständlichkeitsforschung. Christian Drosten, der in diesem Podcast interviewt wird, gilt ja gerade aktuell als Inbegriff des verständlichen Wissenschaftlers. Ich möchte mal zwei Zeitungsartikel zitieren. Seit Beginn der Corona-Krise hatte der NDR an jedem Wochentag eine Folge des Podcasts der Coronavirus-Update mit Christian Drosten veröffentlicht, in dem Wissenschaftsjournalistinnen die aktuellen Entwicklungen mit Drosten auch für Laien verständlich besprachen. Christian Drosten hat jetzt sogar einen Preis bekommen. Forschung verständlich heißt es dann hier, Preise für Virologen Drosten und Fischereiexperten Arlinghaus. Die beiden Berliner Wissenschaftler erklären Themen aus ihrem Fachgebiet nicht nur verständlich, sie fördern auch die Kompetenz von Laien. Das nennt man dann wohl systemrelevant. Ja, so wird also aus journalistischer Sicht gerade die Fähigkeit, auch gegenüber Laien Wissenschaft verständlich zu vermitteln, als eine besonders positive Eigenschaft herausgestellt, und auch in der Forschung gibt es ganz ähnliche Ansichten. Ich zitiere mal hier Lugger: damit die Kommunikation mit Nicht-Spezialisten gelingen kann, und darum soll es ja gehen in der externen Wissenschaftskommunikation, dafür ist verständliche Sprache eine Grundvoraussetzung. Das klingt total plausibel, die Frage ist aber natürlich, was heißt eigentlich verständlich und wie kann man es genauer fassen und wie kann man es auch empirisch untersuchen? Und dazu gibt es in der Psychologie und in der Psycholinguistik und in der kognitionswissenschaftlichen Textlinguistik eine lange Tradition der Verständlichkeitsforschung, in die ich kurz einführen möchte, und Sie können dazu dann auch vorbereitend noch den Text von Ursula Christmann lesen. Die Verständlichkeitsforschung hat ihren Ursprung in der psychologischen Lesbarkeitsforschung der 1930er Jahre. Da ist man so vorgegangen, dass man objektiv auszählbare sprachlich-stilistische Textmerkmale hergenommen hat, wie zum Beispiel Wortlänge, Satzlänge und so weiter. Und man hat den Einfluss dieser Textmerkmale auf die Lesegeschwindigkeit gemessen. Da sind viele, viele Experimente gemacht worden. Da konnte man auch alle möglichen Korrelationen aufzeigen. Allerdings ist Lesegeschwindigkeit natürlich noch nicht wirklich was, was man unbedingt direkt mit Verständlichkeit in Verbindung bringen könnte. Und tatsächlich ist es so, dass man Behaltensleistungen auch so überhaupt nicht vorhersagen kann. Also nur weil man einen Text schneller lesen kann, heißt es nicht, dass man am Ende auch mehr davon im Kopf hat, von dem, was im Text drinsteht. Aber das ist doch wahrscheinlich eher ein vernünftiges Maß für die Verständlichkeit eines Textes. Und deswegen hat sich die neuere kognitionspsychologische Verständlichkeitsforschung, die so in den 70er, 80er Jahren anfängt, zum Ziel gesetzt, Textverstehen ein bisschen komplexer zu beschreiben. Es wird hier als ein Prozess der aktiven Bedeutungskonstruktion beschrieben. Ich möchte das kurz veranschaulichen. Das Modell ist nämlich sozusagen zweiseitig. Einmal geht man hier aus, dass es natürlich Merkmale der Textstruktur gibt, die wir beschreiben können, die Syntax, die Semantik, wie ist der Text gegliedert und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Kognitionsstruktur der Rezipierenden. Ja, Menschen, die Texte lesen, die haben bestimmte Erwartungen, sie haben bestimmte Interessen, bestimmte Motivations- und Gefühlslagen, sie haben ein bestimmtes Vorwissen, und das beides kommt zusammen, das beides interagiert im Prozess des Textverstehens. Ja, das, was in der Textstruktur angelegt ist, wird sozusagen eingepasst in das Vorwissen und kann dann so aktiviert und auch ausgebaut werden. Es gibt sowas wie Schlussfolgerungen, mentale Elaborierungen und so weiter. Und vor dem Hintergrund dieses Verständnisses von Textverstehen werden dann empirische Untersuchungen gemacht. Die laufen im Wesentlichen so, dass man den Effekt von bestimmten Textmerkmalen misst. Und zwar misst man es auf Grundlage von Verstehens- und Behaltensleistungen, ja, indem man dann Menschen Texte vorlegt, sie sollen die lesen, und dann nachher die Aufgabe gibt,
bestimmte Fragen zum Text zu beantworten oder was zu reformulieren, was nachzuerzählen. Und man kann dann ganz gezielt gucken, wie kann man Textmerkmale durchvariieren, an einzelnen Variablen drehen und welche Effekte hat das auf Verstehens- und Behaltensleistungen. Und das Ganze hat immer das Ziel, die Texte so zu optimieren, dass dieser Prozess eben möglichst gut gelingt, dass die Kognitionsstruktur und die Textstruktur möglichst gut in Deckung gebracht werden. Da gibt es zwei Modelle, die berühmt geworden sind, die dann versucht haben, die Textmerkmale nochmal genauer zu sortieren und in Dimensionen zu ordnen. Das Hamburger Modell hat 4 Dimensionen der Verständlichkeit vorgeschlagen. Zunächst mal beginnt es mit der sprachlichen Einfachheit. Man kann zeigen, dass einfache Darstellungen, kurze Sätze, geläufige Wörter, die Erklärung von Fachwörtern, konkrete und anschauliche Darstellungen sich insgesamt verständnisfördernd auswirken. Verständlichkeitsfördernd, Entschuldigung. Dann haben wir die zweite Dimension der Gliederung und der Ordnung. Texte sollten gut gegliedert sein, folgerichtig und übersichtlich sein. Es muss klar unterschieden werden zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, indem man zum Beispiel Exkurse als solche auch kennzeichnet. Der rote Faden muss erkennbar sein und alles kommt der Reihe nach, also kein Durcheinander. Auch das kann man empirisch überprüfen, indem man eben zum Beispiel die logische Reihenfolge vertauscht, hat es zur Folge, dass man sich wesentlich schlechter merken kann, was in dem Text eigentlich vermittelt wurde. Dann geht es noch um die Kürze und die Prägnanz. Das ist ähnlich natürlich zu der sprachlichen Einfachheit, ist aber eher auf inhaltliche Aspekte bezogen. Es soll kurz sein, aufs Wesentliche beschränkt, auf das Lernziel konzentriert und auch knapp und Ausschweifungen und keine Abschweifungen. Und schließlich noch eine zusätzliche Stimulanz, wie es genannt wird. Das heißt, die Texte sollten auch anregend und interessant und abwechslungsreich sein. Sie sollten persönlich formuliert sein, die Rezipierenden persönlich adressieren. Auch das wirkt sich verständnisfördernd aus. Dieses Modell, mit dem wird bis heute gearbeitet. Allerdings ist es weitgehend unklar, bis auf hier, wie sich das eigentlich genau sprachlich umsetzt. Was sind konkrete sprachliche Eigenschaften oder Texteigenschaften, die dazu führen, dass etwas interessant ist? Das ist doch sehr subjektiv und deswegen haben Gröben und Christmann den sogenannten theoretisch-deduktiven Ansatz entwickelt, der sehr viel stärker fußt auf Erkenntnissen, zum Beispiel der Lernpsychologie. Auch die unterscheiden 4 Dimensionen, die aber ein bisschen anders konturiert sind. Es beginnt mit der stilistischen Einfachheit, wozu dann zählen kurze Satzteile, aktive Verben, aktiv-positive Formulierungen, also Passivierungen und negative Formulierungen vermeiden, persönliche Wörter, kein oder wenig Nominalstil und so weiter. Bei der semantischen Redundanz, hier geht es darum, dass es keine zu viele wörtlichen Wiederholungen geben soll und auch keine Weitschweifigkeit, weil das dazu führt, dass Texte auch langweilig werden. Ne? Also Wiederholungen als solche mögen vielleicht dazu führen, dass man sich was besser merken kann, aber das ist eben interessant an diesem Ansatz, dass er auch solche motivationspsychologischen Ansätze mit einbezieht. Wenn wir was immer und immer wieder hören, dann schalten wir innerlich ab und das wirkt sich dann auch negativ aufs Verständnis aus. Die kognitive Gliederung und Ordnung, da geht es darum, dass der Text so geordnet sein soll, dass er auch gut verarbeitet werden kann, dass man die globale Kohärenz, den globalen Aufbau, den roten Faden auch gut erkennt und dem gut folgen kann. Es gibt also Gebrauch von Vorstrukturierungen, dass man sagt, im Folgenden werde ich zunächst, anschließend und schließlich werde ich, solche Dinge, dass wichtige Konzepte nochmals eigens hervorgehoben werden, dass man Unterschiede und Ähnlichkeiten explizit verdeutlicht, Beispiele und Zusammenfassungen und dass insgesamt der Textaufbau möglichst folgerichtig und sequenziell geordnet ist. Und schließlich konzeptueller Konflikt, das ist vielleicht das, was am wenigsten zugänglich ist aufs Erste,
aber die Ausführungen verdeutlichen es hoffentlich. Hier geht es um Neuheit und Überraschung, Einfügen inkongruenter Konzepte, alternative Problemlösungen und offene Fragen, die dann erst aufgelöst werden. Also all das, was Texte auch interessant macht. Ja, hier ist wieder der gleiche Punkt. Etwas, was das nicht erfüllt, was also möglichst wenig konflikthaft ist, könnte zwar auf der einen Seite verständlichkeitsfördernd sein, weil man es gut verarbeiten kann und so weiter, aber es führt eben auch dazu, dass Texte langweilig sind und der Leser und der Leserin muss auch immer wieder aktiviert werden, muss selber Motive entwickeln, sich die wichtigen Informationen zusammenzusuchen und Dinge zu ordnen und das führt zu verbesserten Behaltensleistungen. Interessant ist noch, dass man eine sogenannte kurvilineare Beziehung feststellen kann zwischen Behaltensleistung und Lernerfolg. Es ist nicht einfach so, dass man nach Maßstab dieser Kriterien überall das Maximum rausschlagen sollte und dann kann man sich was am besten merken. Es ist tatsächlich so, dass die Behaltensleistung und auch der Lernerfolg am höchsten ist, wenn wir hier uns auf diesem mittleren Maß bewegen. Ja, zu verständliche Texte können dann auch wiederum zu langweilig sein, dass wir uns es zu leicht machen, dass wir dann als Hörerinnen oder als Lesende denken, ja, weiß ich ja eh schon alles, ist ja klar. Und es müssen also doch auch immer wieder gewisse Unverständlichkeitsanreize gesetzt werden, damit wir überhaupt am Ball bleiben. Mit diesen Modellen ist, wie gesagt, sehr erfolgreich empirisch gearbeitet worden und daraus lassen sich dann auch ganz konkrete Vorgaben ableiten. Es gibt hier das NAWIC, das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation, die dieses Kleeblatt entwickelt haben, explizit in Anlehnung an die beiden vorgestellten Modelle. Hier soll WissenschaftskommunikatorInnen sollen Handreichungen gegeben werden, wie sie sich verständlich ausdrücken können. Ja, und hier erkennen wir ganz viel wieder. Wir sollen uns einfach und kurz und lebendig und strukturiert äußern. Und hier sind so konkrete Dinge, die man tun kann. Interessant ist aber noch diese Ergänzung, weil gefordert wird, dass man sich klar macht, was ist eigentlich das Ziel, was ich habe als Wissenschaftskommunikator? Ja, möchte ich Menschen zu bestimmten Handlungen bewegen, zum Beispiel dazu, doch Masken zu tragen, wenn man in den Supermarkt geht? An wen richtet sich überhaupt meine Wissenschaftskommunikation? Welches Medium nutze ich mündlich, schriftlich? Nutze ich sowas wie internetbasierte Formate? Oder doch eher was Textorientiertes und so weiter. Und das alles soll man mit berücksichtigen, wenn man sich eine Strategie überlegt. Der Punkt ist nun, dass die Verständlichkeitsmodelle und auch Empfehlungen, wie ich sie gerade präsentiert habe, typischerweise an monologischen und schriftlichen Texten orientiert sind. Und die ganze empirische Forschung, das sieht man ja schon daran, dass immer von Textverständlichkeit die Rede ist, ist genau an diesem Kommunikationstyp orientiert. Es gibt für mündliche Kommunikation sehr, sehr viel weniger Forschung, aber es gibt so ein paar erste Ansätze und das ist auch wichtig, denn wir müssen uns klar machen, dass es zum Beispiel, speziell auf das Thema Wissenschaftskommunikation bezogen, bei journalistischen Interviews, wie dem Podcast, den wir uns ansehen werden, ja auch ganz besondere Anforderungen an Verständlichkeit, die sich daraus ergeben, dass es sich um ein dialogisches Format handelt. Es reicht ja nicht, dass einfach nur Christian Drosten bestimmte Regeln einhält, sondern dadurch, dass das Ganze nach so einem Frage-Antwort-Spiel ist, müssen wir auch auf Seiten der JournalistInnen bestimmte Anforderungen setzen. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass der große Erfolg und die große Qualität des Podcasts nicht zuletzt und ganz besonders ein Verdienst der ganz hervorragenden journalistischen Arbeit auf fragenden Seite ist in diesem Interviewformat. Da hat Ballstedt ein kurzes Kapitel zugeschrieben. Wir finden zum Beispiel das, was er die präventive und die reparative Verständnissicherung nennt. Also wenn sich mögliche
Verständlichkeitskonflikte ergeben, was zu kompliziert ist, dass man dem entweder vorbaut oder wenn es passiert, dass man dann versucht, das wenigstens im Rückblick nochmal wieder auszubessern. Und dann ist aber auch noch zu bedenken, dass es sowas wie Mehrfachadressierung gibt. Sie kennen vielleicht noch das Prinzip der Mehrfachadressierung. Es ist ja zunächst mal ein Gespräch zwischen der Journalistin Corinna Hennig und Christian Drosten. Aber natürlich ist es immer ein Gespräch vor Publikum. Und was beide sagen, ist einerseits adressiert an das Gegenüber in diesem Zweiergespräch, ist aber zugleich auch immer zumindest nebenbei adressiert an die vielen Zuhörerinnen da draußen an den Geräten. Ja, und das heißt, diese Verständigungssicherung oder Verständnissicherung bezieht sich nicht nur auf das Privatverstehen von Corinna Hennig, sondern sie muss sozusagen immer sich in die potenziellen Hörerinnen und Hörer reinversetzen und aus deren Perspektive sich überlegen, was sind hier mögliche Verständlichkeitskonflikte und wie kann dem vorgebaut werden. Wir hatten bei der Lektüre von Burger Luginbühl auch davon gesprochen, dass Journalistinnen in solchen Formaten ja geradezu Vertreter der Laien sind und die Hörerinnen repräsentieren eben normalerweise die Laien. Und wir hatten sie auch beschrieben in ihrer Rolle als Regisseurinnen. Ja? Also wir können vielleicht mal so sagen, Christian Drosten performt natürlich super und hat eine große Gabe, Dinge verständlich rüberzubringen. Aber es braucht eben auch eine Regisseurin, die ihm die Bühne so bereitet, dass er eben so performen kann, wie er performt. Und deswegen ist es eben gerade interessant, sich dieses Format anzugucken. Und vor diesem Hintergrund wollen wir uns mit dem Format beschäftigen. In dem Text von Christmann, den Sie vorbereitend lesen können, finden Sie ganz viele Ausführungen, was spezielle sprachliche Mittel sind, zum Beispiel kausale Konnektoren, die sich verständlichkeitsfördernd auswirken. Danach können wir gezielt suchen im Korpus über Sketch Engine oder auch einfach durch die Lektüre. Und zugleich möchte ich Sie aber auch bitten, dass Sie besonders auf die Fragetechniken von Corinna Hennig achten, die eben, wie sie ihre Rolle als Regisseurin ausfüllt. Das ist die Literatur dieses Videos. Ich möchte meinen ausdrücklichen Dank aussprechen an Frau Professor Constanze Marx von der Uni Greifswald und meine Kollegin Dr. Regina Bergmann, die mir wertvolle Inputs gegeben haben zum Thema Verständlichkeitsforschung, weil ich da beileibe kein Experte bin, aber auf den Schultern von anderen Expertinnen kann selbst ich dazu was Substanzielles sagen. Also vielen Dank an euch und an Sie, liebe Studierende. Viel Spaß beim Analysieren.